einer langen Pandemiepause konnten wir endlich die Koffer packen, um uns auf eine Wandertour zu begeben. Dieses Jahr haben wir die Dolomiten im Visier. Genau gesagt wollen wir im Gander, Eissack und Grödnertal unsere Spuren hinterlassen. Nach einigen staubbedingten Verzögerungen erreichten wir unser Apartment in Laval um 17 Uhr. Dieses Apartment war umzingelt von Bergen und übertraf bei weitem all unsere Erwartungen. Der Blick vom Balkon machte uns noch einmal deutlich, dass wir uns mitten im Zentrum der Dolomiten befanden. Hier in einer Höhe von 1353 Meter. Und dass die Nächte hier oben sehr ruhig sein würden, was wiederum einen guten Schlaf bedeutete. Nach einer erwartet ruhigen ersten Nacht sind wir dann am nächsten Morgen bei herrlichem Wetter losgefahren. Um eine Wanderung nach dem Wandertyp unseres Vermieters anzugehen. Um so viel Natur wie möglich als Erinnerung abspeichern zu können. Hin und wieder hat man den Wunsch, sich hautnah mit der Natur zu verbinden. Auch wenn dies mitunter eine eiskalte Angelegenheit ist. Plötzlich standen wir vor einem merkwürdigen Gebäude, das sich bei näherem Hinsehen als das Geburtshaus von Josef Fernande Metz hier in Oys einer Fraktion der Gemeinde Abt entpuppte, wo er 1852 geboren wurde. Josef Fernande Metz war der erste Heilige in Südtirol und wanderte als Südtiroler Missionar nach China aus, wo er sich um verschiedene Aufgabenbereiche kümmerte und 1809 an Typhus verstarb. 2003 wurde er durch Papst Paul VI. Heilig gesprochen und am 8. August 2008 besuchte Papst Benedikt XVI. Hier dieses Geburtshaus, das heute als Pilgerstätte genutzt wird. Nach einer gemütlichen Rast geht es weiter nach Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo ist vor allem ein Skigebiet, das leider nicht mehr ohne Schneekanonen zurechtkommt, weil die Schneemengen im gesamten Alpenraum tendenziell rückläufig sind und Bilder wie diese immer seltener werden. Aber auch im Sommer ist Cortina d'Ampezzo
ein gemütliches Städtchen, um sich wohl zu fühlen, wie man sieht. Die Basilica Barocials ist die Pfarrkirche von Cortina, die von 1769 bis 1775 gebaut wurde. Der Glockenturm, der erst von 1851 bis 1858 gebaut wurde, ist 69,5 Meter hoch. Und wieder konnten wir einen schönen Tag erfolgreich abhaken und machten es uns für den Rest des Tages in unserer Ferienwohnung gemütlich. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen machten wir uns wieder bei herrlichem Wetter erneut auf den Weg ins Ungewisse, nach dem Motto: fahren wir rechts oder links herum. Egal. Doch schon bald richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf ein kleines Örtchen namens Lüchtetor. Ein kleines Dorf mit 8 Bauernhöfen und einer als Museum umgebauten ehemaligen alten Burg. In diesem Museum sind zahlreiche Funde und Ausgrabungen aus der ladinischen Zeit hier ausgestellt. Wir befahren jetzt das wunderschöne 24 Kilometer lange Vilnöstal. Die Einwohner in diesem Tal haben sich bisher gegen den Bau einer Bergbahn entschieden und somit dieses Tal völlig naturbelassen erhalten, was die Schönheit dieses Tales unterhalb der Geisterspitzen noch zusätzlich unterstreicht. Der Ort St. Peter im Vilnöstal ist der Geburtsort von Reinhold Messner, dem weltbekannten Bergsteiger mitten im Vilnöstal. Erstmals erwähnt wurde die Vorkirche von St. Peter und Paul hier im Jahre 1058. Ende des 18. Jahrhunderts wurde dann diese Kirche neu errichtet und den Aposteln Peter und Paul geweiht. Die Kirche wird auch hier der Dom im Tale genannt. Jetzt ist erst einmal Zeit für eine Pause. Und was wäre besser hierfür geeignet als diese ausgesprochen schöne Terrasse mit Blick auf die Geisterspitzen hier im wunderschönen Vilnöstal. Weiter geht es in Richtung Klausen. Klausen liegt im Eisacktal, etwa 10 Kilometer entfernt von Brixen, und wurde erstmals im Jahre 1027 erwähnt. Eine besondere Sehenswürdigkeit hier in Klausen ist das ehemalige Benediktinerkloster Säben, das im 7. Jahrhundert aus den Ruinen der mittelalterlichen bischöflichen Burg durch Nonnen des Salzburger Stifts Nonnberg erbaut wurde und bestand bis November 2021. Die schmalen Gassen laden förmlich zum Stadtbummel ein, vermitteln ein angenehmes Wohlbehagen, wo es jetzt um diese Jahreszeit, Anfang Juni, noch verhältnismäßig ruhig ist. Jedoch das Thermometer heute eine Temperatur von 32 Grad Celsius aufweist.
Mit einem guten Gefühl, heute wieder einmal alles richtig gemacht zu haben, sind wir dann wieder Richtung Wengen unterwegs. Jedoch zuvor haben wir noch einen kulinarischen Zwischenstopp eingelegt für unser leibliches Wohlergehen. So ging der Tag langsam seinem Ende entgegen und wir haben es uns noch einmal gemütlich gemacht in unserer schönen Ferienwohnung. Nach einer angenehmen, ausgeschlafenen Nacht versprach der nächste Morgen und der Wetterbericht, dass heute wieder ein schöner Tag werden könnte. Für heute haben wir uns eine Bergwanderung rund um Tolpei vorgenommen. Insgesamt 10 Kilometer mit extremen Steigungen. Naja, mal sehen, wie weit wir kommen. Umkehren kann man immer noch. So zogen wir bei strahlend blauem Himmel los, in abenteuerlicher Erwartung einer schönen Bergtour. Der erste Teil der Strecke war ziemlich steil und sehr mühevoll. Jedoch die Natur um uns herum entschädigte die Gedanken an den mühevollen Steigungen im ersten Teil unserer heutigen Strecke. Endlich angekommen an unserer Zielhütte Ultia de Rit, mussten wir feststellen, dass heute leider der Ruhetag war. Zum Glück hatten wir Proviant dabei, sodass wir auf keinen Fall verhungern bzw. verdursten mussten. Besonders interessant fanden wir diesen Hinweis auf die alte Almtradition dieser Hütte. Die Ruhe und das Glockengeläut der Kühe steigerte noch unsere Urlaubsgefühle. Egal in welcher Richtung wir schauten, wir waren von Bergen umzingelt. Eine unglaublich schöne Wanderung. Die Strapazen vom Aufstieg hierher waren beim Anblick dieser Bergwelt schnell vergessen. Es war hier wunderschön und langsam trieb uns der Hunger wieder hinunter, weil wir wegen der geschlossenen Hütte auf ein Brötchen nach noch nichts Vernünftiges gegessen hatten. Und so freuten wir uns auf die Pizzeria Badin Pub mit ihrem leckeren Speiseangebot. Am nächsten Tag wollten wir Bozen, die Landeshauptstadt von Südtirol, besuchen.
mit 102.870 Einwohnern auf einer Fläche von 52,3 Quadratkilometer liegt sie auf einer Höhe von 262 Metern. Die eigentliche Stadt Bozen wurde Ende des 12. Jahrhunderts im Kontext der europäischen Stadtgründungswelle im Jahre 1170 bis 1180 errichtet. Als besondere Sehenswürdigkeiten zählen in Bozen 22 Burgen, Schlösser und Ansitze sowie 26 Sakralbauten. Der Walterplatz ist in Bozen ein beliebter Touristentreffpunkt. Und wieder zog es uns zum Abschluss des Tages. Und wie könnte es anders sein? In den Buddin Pub. Wo wir noch einen schönen Abend verbrachten. Am nächsten Morgen war schon der erste Blick aus dem Fenster der Stimmungsbarometer für den ganzen Tag. Wieder einmal Sonne pur. Da macht das Aufstehen so richtig Spaß. Und so machten wir uns gleich nach dem Frühstück wieder auf die Socken, um möglichst nichts zu verpassen von der wunderschönen Gegend um uns herum. Hier oben, hoch über dem Dürrensee gelegen, am Monte Piana, wurde in 2325 Meter Höhe ein Freilichtmuseum erstellt, aus den Nachlässen der im Ersten Weltkrieg veränderten Bergwelt, die zum Schutz der Soldaten im Krieg Österreich gegen Italien hier angelegt wurden, bei denen 14.000 Soldaten hier oben ihr Leben verloren haben. Und wenn die Möglichkeit zum Genießen da ist, sollte man sie auch nutzen, was uns natürlich nicht schwer gefallen ist. Und auch nicht vergessen, dass ein anderer durstig ist. Und so frisch bedankt geht es wieder weiter Richtung Gardertal. Quer durch das Gardertal erreichten wir dann den Pragser Wildsee. Unglaublich schön,
jedoch völlig vom Tourismus überlaufen. Erst einmal vor dem Abendessen legten wir eine Kaffeepause ein auf dem Balkon unserer herrlichen Ferienwohnung und genossen die wunderbare Aussicht auf die Berge. Es folgte ein wunderbarer Abend, bei dem es noch viel vom bisher Erlebten zu erzählen gab. Für heute haben wir uns eine Wanderroute um Laval rund um unsere Ferienwohnung vorgenommen. Wir hatten jedoch noch keine Ahnung, dass dies eine ganz besondere Herausforderung werden würde. So sind wir morgens losgezogen. Wir mussten erst einmal ein ganzes Stück bergab. Aber wie heißt es in den Bergen, jedem Abstieg erfolgt ein Aufstieg. Und wie? Die nächsten 2 Stunden ging es nur bergauf. Jedoch bei wolkenlosem Himmel und angenehmen Temperaturen von 26 Grad war dieser Anstieg erträglich. Die Aussicht hier oben auf die Dolomitenbergwelt bis hin zu den Zillertaler Alpen war atemberaubend schön. Jeder Schritt und jeder Tritt ist von atemberaubender Schönheit. Am liebsten möchte man sich diese Natur einpacken und mit nach Hause nehmen. Dann war es geschafft. Wir hatten den höchsten Punkt der Wandertour erreicht und kehrten erst einmal ein. Das war eine Leistung, eine Höchstleistung. Jetzt freuten wir uns auf eine Rast, die wir uns mehr als verdient hatten, und ließen es uns erst einmal schmecken. Die Auswahl war sehr üppig. Nach einer ausgiebigen Pause ging es dann wieder an den Abstieg. Wobei wir uns viel Zeit ließen, denn die hatten wir ja genug. Wir waren ja nicht auf der Flucht.
so bewusst, dass ihr Film nicht kriegt. Ja. Hier, du mit der Kamera mitkriegt. Lotta! Es ist besser Lotta, wa? Lotta! Die irische von der. Ja, schön. Spiel ich Lotta nach. Ich hab Lotta getroffen. Lotta! Die Klänge der Kuhglocken hier oben auf den Almen gab dem Ganzen noch eine besondere atmosphärische Note. Jetzt sind wir irgendwie andere Runde. Immer mehr Menschen suchen die Natur und die Ruhe hier in den Bergen. Schauen wir mal, wie lange das noch andauert, bis auch diese Gegend völlig vom Tourismus überlaufen ist. Dies war eine der schönsten Wanderungen, die ich bisher in den Bergen mitgemacht habe. Hier stimmte einfach alles. So schön wie dieser Abend endet, endet auch unsere Woche in den Dolomiten. Nur leider viel zu schnell.